Moin und hallo zu einer weiteren Folge LS15 LPT auf der Belgique-Profond mit dem Nordrhein-TV Play. Hi zusammen. Wir haben uns Ja. ein bisschen was, wir haben ein bisschen was gemacht in eurer Abwesenheit. Wir haben die Wahrheit gemacht. Wir haben es wahr gemacht, sagen wir es so. Wir haben zwei neue Drescher, ja, gemietet. Genau. Ein New Holland für einen Helfer und hier diesen fetten Case IH 7130. Ja, ich Und bewege den mich nehmen wir mit jetzt mal. dem New Holland gleich mal zu Feld 8. Das ist ja auch Raps, da kann er auch gleich anfangen mit. Oder Feld 4, ist scheißegal eigentlich, wo er anfängt dann. So. Fahren wir zu Feld 4, ist größer, kann er Ewigkeiten dreschen. Und wir ernten mal wieder nach, was fällt. Wir haben gepachtet, wir haben ein bisschen Kohle gezahlt an Wir haben gar nichts Nachbar. gezahlt. Ja, aber kann man so als kleine Geschichte. Du kennst doch auch so LS15. Ja, als Fake-Geschichte, ja. Ja, Bin mal ist nicht fake. gespannt. Ist nicht Da kommen fake. bestimmt viele Kommentare, spiel bitte realistischer. Aber wir brauchen ja das Geld. Wir brauchen endlich Kohle. Das Und kommt wenn die so erste so bei dir. Nachfrage da ist, bitte? Das kommt so so bei dir ständig. Das lese ich ja ständig. Ja, aber wenn die erste Nachfrage kommt, dann müssen wir ja vorbereitet sein. Ja. Das sieht da cool aus. Die hat ja oben sogar so eine Schraube, womit der das dann nach oben quasi befördert. Das ist ja echt cool. Interessant. Sieht cool aus. Das ist jetzt ein Mod, ne? Ah, das ist ein Mod mit einem Müssen wir auch mal kleineren in die Modliste Schneidwerk. einfügen. Das ist auf jeden Fall, Ich nehme dich auf. Moment. das ist der gleiche Ich muss das Drescher vom anhalten. Standardspiel, aber der Standarddrescher hat ja ein 10 Meter Schneidwerk und das, was das ist, hat ein 7,5 Schneidwerk. Und ein Schneidewerkswagen. Okay. Weil ich gerade irgendwie aus unerfindlichen Gründen nicht aufgenommen habe, muss ich das jetzt nachholen. Ich lass dich nicht irritieren, ich begrüße nur während der Folge mal kurz. Einen Moment. So. Willkommen zusammen zu einer neuen Folge hier von der Map Belgique Profond im Landwirtschaftssimulator 15. Ich muss gerade mal in der Folge anmoderieren, weil ich eben vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. So, jetzt aber. Also, wir haben gerade erklärt, dass wir alles neu gemacht haben hier. Jetzt diesen fetten Case IH hier. Und du bist mit dem New Holland unterwegs und wir haben uns noch ein New Holland gemietet, damit der Helfer noch was zu tun hat. Und damit wollen wir jetzt möglichst viel Geld scheffeln, beziehungsweise ernten hier Nachbarsfellner. Da. Grüß dich, Chris. Das ist das Grüß Outro-Mod. dich, Ansgar. Wie geht's Ihnen heute so? Gut geschlafen, gut aufgewacht. Wir haben es ja 5:17 Uhr. Ja, bis Frühstück hat 8 Uhr haben geschmeckt, wir. hoffentlich. Kaffee auch. Bis 8 Uhr haben wir gemietet. Boah, in diesem Case IH funktioniert ja sogar die Anzeige, das ist ja cool. Schon echt cooles Gefährt, hast du gut ausgesucht. Danke. Passbison d'aller voir sane men nulle part. Ach du Scheiße, mein Französisch ist grausam geworden. Ja, Pas Französisch. besoin d'aller voir sane men nulle part. Aha, schön. Ja, 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 ja. Dann wissen wir das jetzt auch. Genau, ich wollte es gerade sagen. Hat irgendwas mit dem Mein Tunnel. Reden, mein Reden. Hat irgendwas mit dem Tunnel bestimmt zu tun. Weil es vorm Tunnel steht, oder was? So, ich probiere den Helfer jetzt mal hier. Mal gucken, ob er funktioniert. So, wir drücken H. Aber wo bist du jetzt? Auf dem Feld 4, oder? Ich bin auf Feld Okay. 4. Das Raps, ne? Ja. So, der drischt. Wunderbar. Dann kann ich hier mit dem weitermachen. Mit dem anderen New Holland. Boah, dann haben wir heute richtig Arbeitsteilung hier. Hier ist richtig was los. Ab und zu dem mal rüber gucken, das werde ich auch gleich noch machen. Mit was tankst du dann ab? Ich nehme den Dings New Holland, aber du hast ja den anderen Nein, Hürlimann dann. nein, mit welchem Kipper nimmst du den, den wir von Anfang an haben, Ja, hatten? ich nehme den am Okay, Hürlimann, dann nehme ich an dem großen den anderen Hürlimann. da. Ah, jetzt habe ich den kleinen Hürlimann da vorgespannt. Oh je. Du hast den nicht vorgespannt, ich habe Ja, den also vorgespannt. du hast den vorgespannt.
Ich wünsche dir viel Spaß. Den will ich haben. Dein Lieblingsschlepper muss ja auch mal bewegt werden. Naja. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, jetzt hier Sonnenaufgang. Menschenskinder. Sieht hübsch aus. So, jetzt lass mal ein bisschen helfer fahren, dann kann ich nebenbei gucken ein bisschen was. So, und dann packen wir ab. Oh, der ist aber wirklich klein, der Anhänger. Ich denke, da kann man so dreimal insgesamt abtanken und dann zweimal, zweimal. Der Drescher hat ein Volumen von irgendwas 10.000 schon fast. Also da tust du nicht viel abtanken. Ja, wir werden sehen. Aber es macht auf jeden Fall noch mehr Spaß mit noch größeren Maschinen. Das glaube ich. Werde ich auf jeden Fall im nächsten Aufrunde Dinge noch mal probieren. Das ist schon ganz schön. Aber ich, wieso kommt... Ah, jetzt kann man hier auch einen Helfer einstellen? Obwohl wir das nicht haben, dieses Feld? Ja, so? Probier's mal aus, aber ich denke, der wird nicht weit fahren. Okay. Ist da noch was? Aber wir werden den Auto-Combine-Mod mit reinhauen, dann klappt es auch mit dem anderen Helfer besser. Probieren wir mal aus. Ah ne, fährt tatsächlich nur 3 Meter. So, der Drescher ist voll, dann können wir den abtanken wieder. So, tankst du jetzt ab mal, du dummes Teil? Nein, du bist hier nicht abtanken. Du musst nur mal schimpfen. Und warum? Schimpfen, oh, unser Drescher ist voll und wir haben keinen Anhänger. Warum? Schimpft bitte. Man muss mal schimpfen, dann klappt es immer. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn ich mit dem Getreide hier erst zum Hof fahre und das da ablade, weil das ist ja eine ewige Strecke hier von 32 aus. Ja, das geht ja einige. Was steht denn da drauf überhaupt? Nee, guck dir das mal auf der Karte an. Ich weiß, wo 32 ist. Das ist da oben beim Dingenskirchen, beim Händler. Ja. Und wenn man das nur zur Aveve oder sowas bringt, da kann man es bestimmt abladen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall, wie sind... Das ist direkt nebenan. Ich meine, wir haben das Lager sowieso schon ganz gut gefüllt. Wie sind die Preise? Das ist so viel Zeit, AWW, ein U. Bios, ja. Was trischst du denn? Ich glaube, Weizen. Glaube ich auch. Wo ist ein Bio? Ah, scheiße. Ja, bei AWW kriegen wir halt ein bisschen weniger als bei Bios. Bei Bios würden wir 1,3 bekommen. 1.300 glaube ich, und bei AWW bekommen wir glaube ich 1.100. Ja, aber ich weiß nicht. Bis du jetzt zu Biosea fährst, glaube ich, fährst du es auch bis zum Hof fast schon. Ja. Da muss ich aber den anderen Drescher jetzt schnell abtanken auch. Weil der quengelt auch. Ich bin gar nicht so sicher, ob das mit den Mieten so gut war, weil jetzt haben wir so viel Geld für Mieten ausgegeben. Ich hoffe, dass wir es wieder reinbekommen. Du brauchst jetzt bloß das, was du da drisch, ja abkippen. Dann haben wir das auf jeden Fall wieder drinnen. Ja? Einer, naja, ja.
Na, hoffen wir es mal. Ja, Anhänger wird das Problem halt so ein bisschen, weil ich jetzt pendeln muss zwischen 4 und 10. Ist ein bisschen, aber klappt wohl. Und Stroh einsammeln. Wenn wir das geschafft haben, können wir uns einen Ladewagen zweiten kaufen und Stroh einsammeln. Oder ich fahre das auch gleich. Ich fahre das auch zu Bios her, den Roggen oder Hafer, was es ist jetzt ist. Das bisschen da, die 6000, dass wir gleich mal was bekommen. So, wo kriegt man da? Oder geht es nur bei AWW? Oh nee, sag nicht, das geht nur bei AWW. Muss ich das doch zum Hof bringen? Scheiße. Naja. Mann, die Zeit, die schreitet aber ganz schön schnell voran. Jetzt haben wir nur noch 2 Stunden 39 Minuten Zeit, um das Joa. wieder abzugeben. Das klappt wohl. Aber das ist wirklich unsinnvoll, wenn ich zum Hof fahre. Das dauert ja dann ewig, dann Ja, geht ja auch die Mietzeit wieder runter. kippt es bei AWW ab und fertig. Oder ich beschäftige mich irgendwie. Ich habe jetzt meinen Drescher, wo wir richtig haben, den richtig gekauften Standarddrescher vom Anfang. Da habe ich ja auch schon einen Helfer mitfahren schon auf meinem Feld, dass ich Ja. hin und her pendeln kann und abfahren schon kann. Weil notfalls fahre ich die nächsten Parts einfach nur noch ab und fahre bei dir ab und fahre dann wieder zu meinen rüber. Ja, können Dass wir mal schauen, was wir das machen. ich nur noch abfahre eigentlich. So, wo ist Roggen? Hier sind Hackschnitzel, hier sind das da, das ist falsch, da müssen wir da hinten rein. Jetzt muss alles schnell gehen, jetzt muss Flotti-Matutti gehen, alles. Flotti Matutti, rein damit. Kippen. Noch nie gehört. Flotti Und weiter geht's. Jetzt quälen wir mal den armen Hürlimann. Darf auch mal was tun, ein bisschen. Na, der hat ja schon viel getan. Zum Beispiel mich geärgert. Ach. Dein Kleiner ärgert dich jetzt ein bisschen. Dein kleiner Hurlimann, der darf dich ein bisschen ärgern. Wurde übrigens in einem Kommentar geschrieben, dass du irgendwie zu oft ich sag mal gesagt Ja, hättest. Also Mann, das hast du gelesen? ist. Ja. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Das ist bei mir drin. Ich glaube, bei meinen Kommentaren irgendwo gekommen mal. Irgendein Arzt bequengelt. Ach, soll mich in Nee, Ruhe lassen. war auch bei unter einem Video von mir jetzt. Oh, okay. Sehen. Ja, dann kann ich das einfach sagen. Das ist keine Ahnung, das ist so in mir drinnen. Mir fällt Aber es gar sag nicht. mal, so schlimm ist das ja auch nicht. Mir fällt es gar nicht auf, wenn ich das sage, Nee, jetzt ist ja einfach meistens so, genau. Dass einem sowas gar nicht auffällt. Er wird versuchen, an sich zu arbeiten. genau. Ich kann auch gar nichts sagen. Ich kann auch stille Arbeiter machen. Ich kann auch TS muten. Ich kann nur noch hier auf dem Server mit ihm spielen. Wir können über Chat kommunizieren. Jetzt ist er beleidigt. Ja. Papa Ansgar hat mich geärgert. Ich gehe jetzt zu Mutti. Ich sowieso nicht, ich habe das ja nie gesagt. Ja, ich weiß ja. Papa Ansgar Mir. Community hat mich geärgert. Ja. So. Ah, was macht der Drescher? Der ist auch voll wahrscheinlich. Nee, du hast aufgehört. Weiß aus welchem Grund du aufgehört hast. Mach weiter. Warum hörst du jetzt wieder auf? Gottverfluchtes Teil. Vorher hat's funktioniert, jetzt funktioniert's nicht. Naja, Okay. dann leck mich am Arsch. Ah. Leck mich de Tesch, hör mal. Leck mich de Tesch. Machen wir mal einen Screenshot nebenbei. Schaut schon gut aus, was du da machst. Gute Arbeit. Ich mach den gerade noch voll. Ich fahre hier vorne direkt meine Bahn. Aber ich denke mal, wenn wir die Aufnahme haben, müssen wir gucken, dass wir einen anderen Mann noch kriegen. Weil wenn wir jetzt einen anderen Mann hätten Ja. noch, dann klappt es normalerweise auch besser. Ja, dann ist ja sowieso die Gamescom auch vorbei und dann haben wir Zeit, uns da jemanden zu suchen von euch. Weil sich ja, wie gesagt, viele beworben haben. Ja, das auf jeden Fall. Das darfst du dann machen, ich guck dir dann zu.
Ich lasse dann Papa Ansgar arbeiten mal. Ja, so, der Papa muss es wieder richten. Genau. So. Dann komme ich jetzt gleich nochmal vorbeigefahren und dann mache ich das auf 100%. Im Moment steht es ja, glaube ich, bei 87, ne? Ich weiß es nicht. Achso, du bist gar nicht dran. Ich gucke, dass meine Fahrzeuge laufen so irgendwie nebenbei. Dass ich Feld Okay. 10 runterruppe und Feld 4 runterruppe nebenbei noch. Ab da macht dann auch eigentlich ein dritter Drescher Sinn, glaube ich, oder ein zweiter. Oder der eine kann dann sehen schon wieder auf unseren Feldern, also da ist dann genügend Arbeit noch da. Also. Aber sehen ist, glaube ich, eh nicht das größte Problem, weil wir ja die große Sämaschine haben. So, dann fahren wir mal ab. Den Kran. Ja. Ja, was ihr auch unten reinschreiben könnt, mal, ob ich ohne Hard fahren soll oder mit Hard fahren. Das ist mir eigentlich egal, weil viele wollen ja, fahr mal ohne Hard oder fahr mit Hard, keine Ahnung. Manchmal wird sich ja sowas Weiß denn gewünscht. jeder, was das hat ist? Diese Spielehilfe kann ich das auch nehmen, wo dann Steuerung dran steht, die Uhrzeit, wo die kmh, die Karte angezeigt wird, was man dann über die Konsole ausmachen kann. Oder mit einem Mod kann man das, glaube ich, auch ausmachen. Tut ja nicht Not, so einen Mod zu installieren. Ich meine, Nö, wenn es so geht. So, was macht mein anderer Drescher denn? Ah, der ist voll. Dann sollten wir uns mal hinbewegen. ah. Der ist nicht so ganz. Man kann auch so richtige, ja, ich sag mal so Züge, also so. Die diese ganzen Wagen hintereinander kuppeln hier, ne? Diese Kipper machen. Das haben schon viele gemacht, Livestream und dann geguckt, wie viel sie hintereinander hängen können, bis ja, abschmiert halt das Ganze. Und wie lang geht das so? Ich weiß es nicht mehr, aber es hat Carvon, glaube ich, gemacht und Sinis hat es mal versucht. Auf jeden Fall zum Schluss hatten sie 2 FPS noch. Das war dann So, richtig. tatsächlich, die Mietkosten sind jetzt wieder dicke drin mit der ersten. Wie viel haben wir denn bekommen? Oh ja, oh ja. Ich glaube, das ist annehmbar. Und das Feld, das ich würde schätzen, das sind jetzt noch mal Ja, du. drei solche Ladungen, noch mal zwei solche Ladungen. Ich dresche gerade Raps. Ich tanke zum zweiten Mal an. Je eine Bahn muss ich abtanken bei dem Drescher. Jede Bahn auf jeden Fall. Weil nach jeder Also hat Bahn sich ist das der doch voll. gelohnt. Also da, wenn ich den Anhänger leer mache, entweder beim Verkaufen oder am Hof, das ist scheißegal dann. Also da gibt es jede Menge. So, stellen wir den dahin. Nervig, dass es mit dem Helfer nicht funktioniert. Ah, so weit bist du schon. Was sagt eigentlich der Part? Ja, der Part, der ist zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Feierabend und ja, würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommi da, schaut bei Ansgar vorbei und Link ist unten drinnen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss.